Unser Wort heute wird ein Bibelarbeitstück. Und deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn wir unsere Bibel benutzen. Aber dank für die Technik, Dienst auch, die Geschwister haben die alle Bibelstelle hier gebracht, dass wir, wenn wir nicht die Bibel haben. Früh haben wir, öffnen wir unsere Heilige Schrift. Heute kann man sagen, öffne deine heilige Phone oder iPad oder alles, weil die Bibel ist drauf. Wir wollen heute ein bisschen in die Bibel ein Stück Arbeit haben und ich bitte Sie um etwas Geduld für mich. Ich bin, Sie lesen unser Programm. Ich war in Perth in Australien. Dort habe ich auf Arabisch gepredigt, die ganze Zeit kein einziges deutsches Wort gehört oder gesagt. Dann war ich in Neuseeland. War etwa 70% alles nur auf Englisch und die Reste waren Araber, die aus dem Irak. Das ist total anderer Dialekt. Ich weiß nicht, wie rede ich heute auf Deutsch. Das kommt jetzt heute eine wunderbare Sprache. Der Herr hilft euch, dieses Wort zu hören und verstehen heute. Ich möchte mit uns beten. Lieber Heiland, ich stehe vor dir und meine Geschwister, mit meiner Schwäche und meiner Begrenzung und ich bekenne alle meine Sünden. Ich bitte dich um Segen für uns alle heute. Ich bitte dich für unsere Geschwister, die krank sind, besonders in dieser Saison, dass du sie helfen und segnen und heilen. Ich danke dir für alle Geschwister, die uns heute hören, mit aller verschiedenen Art und Weise. Und ich bitte dich, dass du uns im Geist behalten. Schenke mir auch Kraft und Weisheit und ich segne diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. Die Bedeutung Johannes des Täufers. Das Thema kam zu meinem Herzen, als ich Bibelarbeit vorbereitet über diese Person, Johannes der Täufer. Und ich habe gesehen so viele ähnliche Sachen, die waren genau bei Jesus. Aber natürlich am Ende, ich predige nicht hier über eine Person. Unser Motto und unser Haupt- und Schwerpunkt ist der Herr Jesus Christus persönlich. Und wenn ich in diesem Zusammenhang, in diesem Gottesdienst heute, nicht den richtigen Erfolg gehabt haben, zu erklären, was es auf dem Herzen ist, möchte ich auch nur sagen, die Zusammenfassung von meinem Gottesdienst ist dieser Bibelvers in Römer, Kapitel 8, Vers 29, was mein lieber Bruder gelesen hat. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes. Das ist der Hauptmotto. Ob Johannes oder du oder ich, der Herr will, dass wir werden ähnlich wie Jesus Christus. Wie er lebte, wie er gegeben, wie er vergeben, wie er geholfen, wie er gebetet, wie er der Vater gedient. Der Herr sucht in jeder Gemeinde heute, auch unter uns, einen neuen Johannes, der Täufer, jemand, der hat dieser Welt verkauft, hat alles abgegeben. Für ihn war nicht wichtig, was er anzieht. Wir haben gehört in der Bibellesung, was er von Kleidung gehabt. Für ihn war es nicht wichtig, was er essen soll. Für ihn war etwas klar. Er will den Weg für den Herrn vorbereiten. Mit egal welcher Kosten. Das hat ihm sein Leben gekostet. Jesus sucht heute Eifer, Leute, die Eifer sind für das Wort. Was bedeutet der Name Johannes? Gott ist gnädig oder Barmherzigkeit.
Das ist die Name, die er getragen hat. Und wir werden bald wissen, dass die Name nicht jemand gesucht oder der Vater oder Großvater oder Mutter. Die Name ist von oben gekommen. Gott ist gnädig. Das war sein Name, das war sein Motto, das war in seinen Gedanken, als er jeden Tag ging in die Wüste und hat gepredigt, die Leute und die Menschen, dass die Buße tun. In seinen Gedanken war, Gott ist gnädig. Und das brauche ich persönlich. Vorgestern kam eine muslimische Familie, mich zu besuchen hier. Vater, Mutter, die haben drei Kinder. Die sind Kurden, kurdische Familie aus Syrien. Und die Frau war offen für Gottes Wort. Der Mann war ein bisschen hart und hat ab und zu ein paar Worte gesagt. Und Elia als Ego, als Mensch, die arabische, afrikanische Temperatur kam hoch. Aber der Heilige Geist redet in mir und sagt, sei ruhig, du bist nicht für diese Leute gestorben. Du bist nur ein Werkzeug, du bist nicht der Meister, sei ruhig. Da ganze Zeit war, bis die Säure kam in meinem Magen hoch, da habe ich gesagt, sollen wir jetzt etwas trinken oder was essen oder was tun? Aber am Ende konnten wir beten. Und als schöne Nachricht, gestern sind diese ganze Familie mit mir nach Bern gefahren, haben Gottes Worte gehört und heute 17 Uhr habe ich einen Besuch bei dieser Familie, bei denen zu Hause. Gott ist gnädig. Wenn wir miteinander in die Familie, zu Hause, in die Gemeinde, in die Arbeitsstelle, mit den Nachbarn, lass das dieser Motto in deinem Herzen. Gott ist gnädig. Gott ist der Sieger, der Herr kann. Die Wurzel Johannes des Täufers. Ein Vater, der war Gottes Diener. Eine Mutter, Elisabeth. Und die Bibel sagt in Lukas 1, 5 und 6, waren beide gerecht vor Gott und wandelten und tadeln in allen Geboten und die Satzungen des Herrn, die beide. Und das ist eine große Verantwortung für jeden Vater und die Mutter. Die Glaube, man kann nicht die Glaube als Erbe für die Kinder geben. Die Glaube ist Gottes Gabe, die ist Gnade von Gott. Steht klar und deutlich in Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 und 9. Durch die Gnade sind wir erlöst. Aber was wir als Mutter und die Väter machen können, dass wir leben in Gerechtigkeit vor Gott. Dass unser Leben wird wie ein sauber Spiegel und die Kinder können Gottes Liebe und Gottes Vergebung in unser Leben beachten und sehen. Prophetie über Johannes der Täufer vor seiner Geburt. In Lukas 1, die Verse 14 bis 17, redet die Bibel über dieser geborenes Baby. Wunderbare Worte. Und in dieser Stelle liest man, wie das Baby kommt um große Freude für viele Menschen. Wie das Baby wird ein Art oder ein Werkzeug in Gottes Hand, dass viele Leute zum Glauben kommen. Wir sind die sechs Geschwister, unser Jüngste heißt Abraham. Und ich habe gesehen, wie meine Mutter mit meinem Bruder gebetet hat. Er war noch ganz, ganz frisch geboren. Und die Mutter betet mit ihm. Und sie singt mit ihm. Und täglich hat meine Mutter mit dem Kind, mit dem Baby gebetet. Und sie nicht sagt, ja, sie sagt, Abraham, lass uns beten. Manchmal habe ich gedacht,
weil ich weiß, manche Frauen nach dem Geburt ist etwas psychisch passiert. Weil was versteht Abraham, der ist noch, war 13 Tage oder 15 Tage, sagt, lass uns beten, Abraham, sie betet mit. Abraham, lass uns singen und sie singt mit. Mein Bruder ist Gottesmann, ist ein Gottesmann. Er ist Facharzt für Herz und Gewässer und er ist ein sehr guter Zeugnis für Herrn Jesus im Krankenhaus, in seiner Klinik, auch in der Gemeinde. Ich glaube, was die Eltern von Mühe, Zeit, Gebet, Treue für den Herrn geben, werden die Kinder das mitnehmen. Ich sage nochmal nicht, dass die Glaube werde geerbt. Aber diese wunderbare, schöne Atmosphäre hilft die Kinder, dass die in Gottes Wege wachsen werden. Ähnlichkeiten zwischen Jesus und Johannes, dem Täufer. Prophezeiung über die Geburt. In Jesaja 7, 14, dieser sehr bekannte Bibelvers. Darum werde der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Das war über Jesus Christus, vor Jesus mit 730 oder 20 Jahren. 720 Jahre ungefähr. Zwischen Jesaja und das Geburt Jesu. Und ähnlich mit Johannes in Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Eben in der Steppe eine Straße für unser Gott. Das war über Johannes. Auf dem Bild seines Sohnes. Gott will, dass wir leben, das Leben von Jesus. Ihre Namen wurden von Engeln gegeben. Wir wissen, wie der Engel kam und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. In Lukas 1, 13 über Johannes. Und deine Frau, der Engel redet zu Zacharia. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und wenn wir lesen, richtig genau in die Bibel, als die das Baby bekommen und sind gegangen mit ihm für die Beschneidung. Die wollten ihm den Namen von seinem Vater geben. Das ist eine Sache in unserer Kultur. In unserer Kultur, wenn ich ein Kind bekomme, ich gebe ihm den Namen von meinem Vater. Wenn ich eine Tochter, ich gebe den Namen von meiner Mutter. Wenn mein Vater heimgeht, da bleibt der Name in der Familie. Und die sind gegangen, die wollten ähnlich das tun. Aber der Herr hat andere Namen geschickt mit dem Engel. Eine wundersame Geburt in Lukas 1, 34 über Jesus Christus. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Und für Johannes, Lukas 1, 7, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Da war keine Chance. Aber wir sehen die Ähnlichkeit. Brachten Freude in die Welt. Von Jesus redet in Lukas 2, 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und Lukas 1, 14 von Johannes, und er werde dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Beschnitten
am achten Tag. Beide haben das erlebt. Jesus in Lukas 2, 21 und Johannes in Lukas 1, 59. Die mutig und einfach in ihrer Bekleidung. Jesus hatte ein Kleid, sein Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgehend gewebt. Und Johannes, wie wir gelesen haben, hatte ganz einfach Kleider. Ich erinnere mich an diese Stelle, einer von meinen Schwestern hatte einmal eine Bluse gekauft. Und diese Bluse, da war damals etwas moderner, eine Art von Stoff, da muss man nicht bügeln. Das ist alles geknickt und so, aber das war modern. Das heißt in Ägypten Koresha. Koresha, ein Stück Stoff, ich weiß nicht. Und ich habe gedacht, meine Schwester hat das vorbereitet für Sonntag Gottesdienst. Das war das beste Stück, was sie hat in dieser Zeit. Sie war gerade verlobt und sie will zur Gemeinde gehen mit etwas Besonderes. Und ich habe keine Angst, ich habe gesehen, das ist alles geknickt. Habe ich genommen, mit meinem Hemd alles in die Waschmaschine anmacht. Und am Sonntagmorgen sucht sie überall, wie verrückt, wie ist das? Dann sie fragt und ich habe gesagt, mach mal keine Sorge, ich habe es auch mit meinem Hemd in die Waschmaschine. Sie ging nicht zur Gemeinde in dieser Tag, das war ein sehr schwer für sie. Ich wollte etwas Gutes tun als Bruder, aber wie oft kommen wir nicht zur Gemeinde, weil, ich weiß nicht, was ist mit der Kleidung passiert. Wie oft kommen wir nicht mit der Kleidung in die Gemeinde, wenn einer versucht, ihre Haare in einer bestimmten Friseur und es ging nicht, weil etwas passiert, danach alles weggeschmissen, sitzt man zu Hause, geht nicht. Einfaches Leben. Einfach, ich bin nicht gegen, dass jemand richtig zuständig und moderner oder etwas Neues oder ich bin nicht dagegen. Aber ich meine, es muss eine klare Vision vor unseren Augen. Es muss eine klare Vision. Geld und Gold und die Kleidung und die Essen und die, das alles soll nicht in die erste Priorität in unserem Leben. Gott hat uns so viele Gaben gegeben. Schön, dass wir das gebrauchen. Aber unser Herzen muss nicht auf diese Sachen. Ihnen wurde große vorausgesagt über Jesus in Lukas 1, 32. Dieser werde groß sein. Genau über Johannes, denn er werde groß sein vor dem Herrn. Jesus hatte seine Jünger und Johannes Eiden in Matthäus Evangelium 11, 2 hatte Jünger. Und das ist schön, ich erinnere gerade jetzt ein Bruder, der hat eine riesengroße Rolle in meinem Leben gespielt. Er war medizinischer Student. Ich war noch in dem ersten Jahr in dem Gymnasium und er hat mir Zeit gegeben. Dann habe ich entdeckt, ich bin nicht der Einzige. Wir waren etwa 4 Personen und er gibt richtig Mühe und Zeit. Er hat uns die Bibel wirklich erklärt, hat uns geholfen, hat uns ermutigt. Die erste Traktate, die ich in meinem Leben geschrieben habe, als neuer Christ, hat er mir geholfen und korrigiert und ermutigt. Und er hatte eine Gruppe von Jungen. Und eines Tages hat uns alle 4 zusammengebracht, zu ihm nach Hause, haben wir bei ihm gegessen. Und vielleicht könnt ihr das nicht genau vorstellen. Wir kommen aus armen Familien, er auch. Und dass er 4 junge Leute zu ihm nach Hause bringt, dass wir dort essen, das ist nicht etwas selbstverständlich. Aber wie hat er Zeit gegeben? Er war medizinischer und Student, er braucht jede Minute.
Woher hat er das Geld, dass er uns was zum Essen bringt? Er ist bei dem Herrn jetzt. Aber wir alle, zwei noch in Ägypten, einen in Amerika und ich lebe mit euch hier, und wir alle dienen dem Herrn von ganzem Herzen. Dieser Bruder hat er jünger gemacht. Und das hat er Jesus gesagt. Geht hin, mach jünger, lerne sie, verkündige das Evangelium. Gott sucht heute einen neuen Johannes unter uns. Gott sucht Leute, die wir helfen. Wenn eine Oma, bitte nimm mal Kinder und helf diesen Kindern. Denk nicht, dass dein Dienst ist zu Ende. Wenn jeder von uns denkt in dieser Richtung, ich will Leute ausbilden, ich will Leute helfen, muss nicht die Bibelarbeit, aber vielleicht wie die im Leben weitergehen können. Beide haben das Evangelium gepredigt. Jesus in Markus 1, 38 und 39. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium des Reiches Gottes. Und in Matthäus Evangelium 3, 1, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa. Wir hören, meine Frau und ich, ab und zu auch verschiedene Predigten. Und manchmal, man hört einen Gottesdienst. Aber wenn du suchst Kerne in dem Wort, Kerne, es gibt so viele sozialische Predigten. Es gibt so viele moderne Predigten. Es gibt so viele wunderbare neue Ideen. Es gibt so viele Predigten, wo die Leute die ganze halbe Stunde gelacht haben. Es gibt so viel. Aber Jesus und seine Jünger haben diesen Kern. Das war die Hauptthema. Das war diese Frucht. Das war dieser Brot. Das war ihre Vision. Beide waren Männer des Gebetes und die lernten das Beten. Und interessanterweise, die beiden kommen in einer Bibelstelle, in Lukas 1, Vers 11, Kapitel 11, Vers 1. Da war Jesus in einer Stelle zum Beten und die steht hier, und es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die beiden haben gebetet und die beiden haben geholfen oder gelehrt, wie die beten. Und wenn ich über das Gebet rede, da dieser Ort dann wird sich nicht existiert. Da gibt es eine feste Uhr hier. Geschwister haben das für mich extra hier gelegt vielleicht. Beten. Gebet. Gebet. Hat jemand mir als neuer Christ dieses Beispiel gegeben? Sagt, wenn jemand will eine wunderbare Speise kochen, hat er Gemüse, ein Stück Fleisch, alles sauber geschnitten in einen Topf. Und er hat das im Ofen, aber hat der Ofen nicht angemacht. Und sitzen wir eine halbe Stunde oder eine Stunde reden. Und dann sage ich, okay, jetzt decken wir den Tisch. Nimmt man diese Handschuhe und die geht in den Ofen und holt diese. Man kann nichts essen. Und sagt zu mir, Elia, dieser Ofen ist das Gebet. Vorbereite Gottesdienst ist sehr gut. Schreibe alles, sei sicher. Ich lasse alles hier in dieser Papier, aber ohne Gebet, das wäre sehr harter Stoff. Wäre sehr hart. Gebet. Mit Gebet predigen wir. Mit Gebet reden wir. Mit Gebet können wir die Bibel verkündigen. Mit Gebet können wir auf dem Herrn vertrauen. Nur mit Gebet. Dieses Lied, was die Geschwister ausgewählt haben,
Ich habe Freude, Freude, ich habe Friede, Friede, ich habe Ruhe, Ruhe. Ich respektiere, wenn einer oder andere von euch, einer oder mehrere oder das ganze Lied nicht mitsingen kann, weil er hat diese Ruhe nicht, er hat diese Freude nicht. Aber was uns hilft, dass in dieselbe Zeit, in dem Herrn, in dem Herrn. In Philipper Brief, Kapitel 4, Vers 4. Wenn ich steht, nur freut euch aller Zeit. Punkt. Ich persönlich, dieses Vers wird für mich hart. Nicht aller Zeit. Ich kann nicht aller Zeit mich freuen. Aber wenn sagt, freut euch in dem Herrn aller Zeit, in dem Herrn, da akzeptiere ich das. In dem Herrn darf ich mich freuen. Auch wenn es Traurigkeiten gibt. Auch wenn Feinde gibt. Auch wenn man richtig sehr schlicht behandelt wird, in dem Herrn können wir uns freuen. Gebet. Mit Gebet kann ich meiner Frau akzeptieren oder vergeben oder sie kann mich vergeben und akzeptieren. Mit Gebet kann ich meinen Bruder in die Gemeinde akzeptieren. Mit Gebet kann ich diesen Dienst nehmen. Auf. Mit Gebet. Und ohne Gebet ist es wirklich keine Chance für uns als Gottes Kinder, das Leben weiterzuführen. Wurden von Gott gesandt, in Galater 4, Verse 4 steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandete Gott seinen Sohn. Jesus ist nicht ein Superman, der ist einfach in einer bestimmten Zeit in die Welt gekommen, hat ein paar Wunder getan. Nein, nein. Das ist Gott, der in Fleisch gekommen. Johannes 1, 14. Das Wort ist Fleisch geworden. Er ist von Gott gesandt. Und was ist von Johannes, der Täufer? In Johannes 1, 6. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Beide waren mutig im Dienst. Jesus stand vor Pilatus und Johannes stand vor Herodes. Jesus hat die Wahrheit gegeben. Und er sagt einmal, ihr Schlangen, ihr Otternbrot, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Johannes sagt auch, denn Johannes hat an Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben, weil der Bruder lebte noch. Und in dieser Stelle will ich etwas ganz offen sagen. Was werden wir sagen, wenn wir gefragt werden über eine Sache, die ist total klar und deutlich gegen Gottes Wege sind? Ich weiß, dass die Regierung und ich weiß, dass die Gesetze heute gegen Gottes Wort, viele Gesetze. Was werden wir sagen, wenn wir von Homosexuellen gefragt? Und manche sagen, die Leute sind die so geboren. Was würdest du sagen? Soll ich eine diplomatische Antwort geben? Dass ich bleibe Freund und fröhlich? Das Beste, was ich tue, persönlich, ich hole die Bibelverse. Die Hauptvier Bibelverse. Die redet sehr klar und deutlich über dieses Thema. Ab Römer 1, bis die alle Verse, die Wahrheit. Er sagte zu ihm, es ist dir nicht erlaubt. Johannes, das kann dein Kopf kosten. Sagt mir ist egal. Ich gehöre dem Herrn mehr als den Menschen. Man soll Gott gehorchen mehr als die Menschen.
Beide haben die Wahrheit bezeugt. Jesus hat die Wahrheit gegeben, ganz klar und deutlich. Johannes 18, 37. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Johannes 5, 33 sagte Johannes, oder steht über Johannes, ihr habt Johannes gesandt und er hat die Wahrheit Zeugnis gegeben. Beide wurden Gerichte genannt. Über Jesus, er ist Gerichte genannt, als er am Kreuz war. Und Johannes, interessanterweise, dieser Zeugnis kam von dem Munde von Herodes. Er ist Gerichte. Lukas 23, 47 für Jesus und Markus 6, 20 für Johannes. Auch beide sind Mann genannt. Und wenn es bei Jesus steht, Mann, das heißt jemand, der ist fähig, die Aufgabe zu tragen. Jemand, der fähig ist, diese unser Missetat zu tragen. Ein Mann heißt jemand, der steht bei seiner Versprechen. Wenn er jemand versprochen, er steht bei seinen Worten. Und Johannes steht auch über ihm ein Mann. Sünder hörten auf sie und glaubten ihnen. Steht klar und deutlich. Sogar mehrere Bibelstelle, ich habe nur eine, für Jesus, Lukas 15, 1, 2. Aber die Bibel über Jesus, dass in mehreren Stellen viele sind gekommen. Viele haben an ihm geglaubt. Und Johannes in Matthäus Evangelium 21, 32. Denn Johannes kam zu euch auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubt ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Sünder hörten auf sie und glaubten ihnen. Beide konnten viele gewinnen. Von Jesus steht in Johannes 8, 30. Als er dies redet, glaubte viele an ihm. Und für Johannes in Matthäus Evangelium 3, 5. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und die ganze Judäa und die ganze Umgebung des Jordan. Beide wurden billig verkauft. Jesus für 30 Stück Silber. Der Johannes ist verkauft mit einem Tanz. Mit einem Tanz von einer Mädchen. Beide sind sehr billig verkauft. Beide haben Gehorsam im Dienst bis zum Tod. Bis zum Tod Gehorsam. In Philipper 2, 8, dieser sehr bekannte Vers über Jesus. Er erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam wurde, bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und für Johannes bis zum Ende war im Gefängnis und dann ist er umgebracht. Beide wurden blutig umgebracht. Jesus am Kreuz und Johannes. Und er brachte sein Haupt auf eine Schale und gab es dem Menschen, dem Mädchen. Aber zum Schluss komme ich in einen Hauptpunkt. Jesus ist größer als Johannes der Täufer. Jesus ist der Weg, aber Johannes, er bereitet den Weg vor. Das ist ein großer Unterschied. Wir lernen von Jesus. Wir leben das Leben Jesus.
Aber ein Einziger, der wir ihm anbeten, ein Einziger, der der Herr ist, ein Einziger, der richtige Vorbild, ein Einziger, der vollkommen. Jesus, Sohn des Höchsten, aber steht über Johannes, Prophet des Höchsten. In Lukas 1, 32, dieser wird Sohn des Höchsten genannt werden. Johannes in Lukas 1, 76, und du aber, Kind, wird ein Prophet des Höchsten genannt. Jesus in der Dreieinigkeit dem Heiligen Geist gleich, aber Johannes war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hat er davon etwas? Wir glauben in der Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott des Sohnes, Gott des Heiligen Geistes. Aber Johannes ist erfüllt von dem Heiligen Geist. Jesus ist das Heil. Aber Johannes bringt Erkenntnis des Heils. Dieser sehr bekannte Vers, Apostelgeschichte 4, 12, das ist kein. Es ist keinen anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Nur der Name Jesu. Johannes steht in Lukas 1, 77, und seinem Volk Erkenntnis des Heiles zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Er zeigt den Weg zum Heils. Jesus ist der Heilige. Johannes steht über ihm ein Heilig, ist heilig. Und das sind zwei verschiedene Worte. Geschwister, die interessieren sich an die arabische Sprache. Es gibt zwei Worte, das Wort Qudus und Qaddis. Es ist leicht, ja? Qudus, Gott ist Qudus. Qudus. Das sagen die Engel in Jesaja Kapitel 6. Qudus, 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 heilig, heilig, heilig. Aber Johannes war, ist heilig, ein von den heiligen Menschen, die ihm Jesus nachgefolgt. Kannte die Zukunft, aber Johannes' Erkenntnis war beschränkt, sagt Jesus in Johannes 13, 1. Vor dem Fest das Vater aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Er weiß genau, wann. Und es fehlte mir die Zeit. Jesus war auf dem Kreuz und es steht in der Bibel, als er auf dem Kreuz, als er sah, dass alles geworden, dann hat er gesagt, ich habe Durst oder ich durstige. Jesus hat gesehen, dass alles gelaufen, die aller Prophetie, einer nach dem anderen passiert, es geblieben einer. Einer ist geblieben. Die ist in Psalm 22. Er wird Durst haben und die geben ihm diese. Und er hat das gesagt, am Kreuz, er sieht alles. Mit vollkommener Wachsam. Aber Johannes hatte die Frage gefragt, sendete Sander seine Jünger zu fragen, weil er wusste nicht alles. Das letzte Wort. Jesus, sein Dienst wirkt weiter. Johannes 5, 17. Und dieses Vers begleitet mich jeden Tag morgen. Mein Leben lang, jeden Tag morgen. Johannes 5, 17, das ist mein Motto. Sagt Jesus aber, antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und wenn ich nehme meine Bibel, jeden Tag habe ich Dienst oder Predigen oder Besuche oder im Gefängnis oder bei den Asylantenheim. Ich sage, mein Herr arbeitet heute. Jesus heute ist im Arbeit. Er arbeitet heute und das tue ich auch wie ihm. Johannes, sein Dienst ist zu Ende auf der
Erde. Erlaube mir, nochmal dieses Vers als Schlussvers zu lesen. Römer 8, 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes. Gott kann dich und mich gebrauchen. Gott will uns gebrauchen. Gott sucht nicht berühmte oder hochausgebildete oder nur Leute, die sind theologisch, hochtheologisch ausgebildet sind. Gott hat Petrus gebraucht, hat Johannes gebraucht. Gott hat Amos, der Maulbeersammler, ich weiß nicht, ob die Maulbeer bekannt bei euch, ne? Das ist eine Art von Frucht, haben wir in Ägypten immer an die kleinen Kanäle, riesengroße Bäume mit etwas, sieht wie Feigen aus, aber das ist nicht die Obst, wo man kann sagen, dass ein bestimmter, ein Mann, der einfach war, ein Herde, ein Mann, der hat ein paar Schafe und sammelt diese Maulbeer und Gott gebraucht Amos mit Kraft. Es muss nicht wichtig, es ist nicht wichtig vor dem Herrn, was ich kann. Aber es ist wichtig, meinem Herz ist bereit, ihm nachzufolgen. Lass uns beten. Herr, wir sitzen alle oder stehen vor dir. Und wir wollen wirklich dir nachfolgen. Oft werde ich oder wir verhindert. Wir sind manchmal beschäftigt mit so vielen Sachen. Da hat uns so viele Zeit gekostet. Manchmal unsere Äußerlichkeit hat uns verhindert, was wir anziehen, was wir essen. Der Ruhm hat uns manchmal verhindert. Die Angst. Schenke mir und uns Mut. Mut. Dass wir wirklich Eifer für dich werden, die Botschaft tragen, jeder in seine Arbeitsstelle oder mit der Nachbarschaft. Bitte hilf uns und gebrauche uns durch die Bibel. Danke für das Wort, was du uns gegeben hast. Und helfe mir heute, dass ich nicht vor meinen Brüdern, der Schwester als Lehrer stehe. Aber helfe mir, dass wir uns alle dir nachfolgen. Und das Wort leben und erleben. Auch für uns alle zu Hause. Schenke uns Kraft, dass wir Vorbild werden für unsere verschiedenen Generationen. Komm und nimm die Ehre mit unter uns heute. In Jesu Namen bete ich. Amen.